Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Episode von Pokémon Ranger Finsternis über Almia The Last Missions. Hier im wunderbaren... wie hieß das wohl? Also ich nenne das jetzt mal Weltkartenraum. Oder besser gesagt, Lagebesprechungsraum oder... Ja, ich sag mal im Weltkartenraum. Denn heute, Weltkartenraum. Hört sich ja nicht schlecht an. Weltkartenraum. Naja, auf jeden Fall hier im Kartenraum beginnt jetzt unsere neue Episode. Wo wir gleich überall auf der Welt gute Taten vollbringen werden. Die Folge heißt ja auch: Ein Ranger hilft überall. Musste eben mal nachgucken, wie ich die Folge überhaupt genannt habe. Ja, ein Ranger hilft überall. Und deshalb beginnen wir gleich. Sehr genau ist die eigentlich ja, glaube ich, nicht. Obwohl, hier könnten die Brodellande sein. Hier unten ist die Haruba-Wüste. Okay. Also, hier fangen wir an. Hier, oben im Norden. Da. Wie lange wird mich das jetzt erst noch verfolgen, dass ich erst wirklich in jeder Aufnahme bisher erst immer mal wieder den X-Knopf drücke? Das ist doch erst unwahrscheinlich, dass man das erst immer wieder drückt. Was denke ich mir dabei bloß, los? Naja, auf jeden Fall, wir beginnen im hohen Norden. Nein, falsch, das kommt erst demnächst. Ah ja, hier beginnen wir im hohen Norden, im Schlottertal. Drei Eisblöcke sind heruntergestürzt. Jemand müsste mir mit ihnen helfen. Drei Eisblöcke. Okay. Und für genauere Informationen begeben wir uns jetzt ins Schlottertal. Nach Fräulein Winter, Frau Winter. Und wir sind mal wieder falsch angezogen. Mal im Ernst. Hat die Ranger-Vereinigung Elsa kein Geld für lange Hosen? Oder für eine warme Jacke? Ein Wunder, dass sich Lucia Elsa da noch keine Blasenentzündung Elsa weggeholt hat. Kann ich da nur sagen. Okay, es muss der A-Rang sein. Glaube ich. Na? B-Rang? Wonach wird das eigentlich da gemessen? Frage ich mich. Interessante Frage. Na, auf jeden Fall. Rauf ins Schloss Almia. Nein. Kämpfröstel. Los. Von dort aus besuchen wir Frau Winter. Und wenn ich mich recht entsinne, Elsack, in der letzten Episode ja von Pokémon Ranger Finsternis bei Almia. Ja, Moment. Dich hier fangen wir, Elsack, mal schnell ein. Denn wir brauchen dich, sag ja, um wieder von hier wegzukommen. Also, wo war ich stehen? Ah ja, in Pokémon Ranger Finsternis über Almia, in der letzten Episode, wo der Kongiga, sondern der Altruturm aufs Maximum, sag ja, gedreht wurde. Da war, sag ja, auch hier ja das Schlottertal, sag, gezeigt worden. Und wenn ich mich recht entsinne, sind jetzt hier, sag, hatten wir einen Seemob schon mal? Ja. Also, wenn ich mich recht entsinne, müssten jetzt hier irgendwo, sag auch Botogel, sag rumlungern. Also, das ist Keifel. Sejong. Ja. Noch mehr Keifel. Vulpix. Ich bin doch erst nicht so blöd, jetzt erst ein Botogeld zu finden. Vulpix. Sejong. Plieprin. Seemobs. Vulpix. Komisch. Ich
war der Meinung, wir hätten ein Botogel gesehen. Naja. Also gut. Frau Winter. Was können wir tun? Drei riesige Eisblöcke sind vor Schloss Almia herabgestürzt. Sie bereiten einem wirklich Kopfschmerzen. Aha. Wie bitte? Im Schloss ist niemand? Wer also könnte sich von Eisblöcken gestört fühlen? Fragst du? Das ist wohl wahr, aber... aber das ist nicht von Bedeutung. Kannst du bitte etwas gegen die drei Eisblöcke unternehmen? Ja. Das wäre hilfreich. Die Eisblöcke vor Schloss Almia sind zwar groß, aber sie sollten ein leichtes für dich sein. Okay, Lucia hat einen Auftrag angenommen, aber jetzt mal im Ernst. Wozu soll man da Elsack ein paar Eisblöcke Elsack entfernen? Außer uns, Elsack, geht da ja niemand nach Schloss Almia. Also, Staraptor, wir benutzen dich jetzt schon mal. Fliegen. Los geht's. Aha. Das sind also die drei Eisblöcke. Stufe 2 Brand. Ranger Dex, bitte suche Pokémon mit der Stärke Feuer. Also, Fukano langt da schon. Magma, Magbrand. Mhm. Nein, Glutexo würde lang. Schneckmag. Mhm. Mekago. Panpyro, Panferno. Okay. Ich glaube, es wäre Elsack am besten, wenn wir Elsack wohl zu den Brodlanden reisen. Da gibt es ja massig Feuer-Pokémon, ja. Die werden uns helfen, die Eisblöcke zu entfernen. Naja, aber vielleicht benutzt Frau Winter Elsack ja das Schloss Elsack als, naja, Sommerwohnsitz. Und deshalb gefällt es ihr dann wohl ja nicht, wenn Elsack hier... Ja, wir brauchen Elsack nur noch zwei Pokémon aus dem Brodelanden. Oder... Moment. Moment, Moment, Moment. Ein Fukano war da. Ach, was soll's. Ich war nämlich gerade am überlegen, wie viele Fukanos Elsack in Havebrück rumlaufen. Naja, aber was soll's. Wir fliegen dann eher mal zu den Brodlanden mal wieder hin. Und da holen wir uns einfach nur zwei Feuer-Pokémon. Weil, wie ihr sehen könnt, Akani ist hier. Ein Feuer-Pokémon. So, und am besten gehen wir Elsack hier rüber. So, Kortel oder Kürtel. Keine Ahnung, wie da jetzt nun Elsack die richtige Aussprache ist. Oder Kortel? Kürtel? Kortel? Na, ist ja, glaube ich, sicherlich abgeleitet ja von Turtle. Turtle. Also Kürtel. Kortel? Oder wurde er... Ach, ich sag einfach mal Kortel. So wurde es sicherlich, sag hier auch im Anime ausgesprochen. Kortel. Kortel. Kortel? Kortel? Na, ich denke mal, da streiten sich die Geister. Wie er sagt, nun der Name richtig ausgesprochen wird. Aber was soll's? Was tun wir, er sagt, nicht alles, um einer alten Dame zu helfen? So zum Beispiel, er sagt, hör hier. Flamara. Dich brauchen wir. Ebenso wie in ein paar Ausgaben, Episoden später. Ah. Und hoffentlich wirst du dann, gefangen mitten
S-Rang. So, Kortel. Da bist du. Und Kortel. Da wär's gleich gefahren. Und ich bin mal gespannt, was für eine Erklärung er sagt, da von Frau Winter kommt. Ich sag ja, sie benutzt das Schloss Almia als Sommerwohnsitz. Ah, mal sehen. Welches Pokémon lassen wir jetzt mal frei? Mal sehen. Ja, wir lassen Fulipurba mal frei. Adios. So, noch was hier? Nein. Gut. Also, jetzt holen wir uns noch Glutexo. Und dann geht's zurück nach Schloss Almia. Los geht's, Kortel. Beweg dein Panzer. Shake it, baby. Danke, Kortel. Bis bald. Und hallo, Glutexo. Hast du uns schon vermisst? Ich denke mal, das heißt nein. Wer einen Elsack mit Glut beschießt, der hat einen nicht vermisst. Gott. Das Team Pyro ist versammelt. Angeführt vom stolzen Arcani. Gefolgt von seinem Stellvertreter Flamara. Besser gesagt von seiner Stellvertreterin Flamara. Und gefolgt vom Azubi Glutexo. Jo. Jetzt kommt die Feuer. Wer? Oder die Feuerangreifer. Team Pyro zum Einsatz. Oh yeah. Ah ja, das schon wieder. Also gut. Dann lassen wir jetzt mal Luxio frei. Gott. Und nun Staraptor. Erhebe uns in die Lüfte. Nach Schloss Almia. Und lass uns Wasser herstellen. So. Glutexo. Kümmere dich um Eisblock Nummer 1. Flammenwurf. Yeah. Das ging aber allerdings auch schon mal schneller. Gut, festes Eis wurde vollständig von den Flammen verzehrt. So soll es sein. Danke, Glutexo. Bis bald. Es sind noch 2 Eisblöcke übrig. Flamara? Dein Einsatz. Los! Noch einmal, Flammenwurf. Und weg ist er. Danke, Flamara. Bis bald. Es ist noch 1 Eisblock übrig. Und wie leid es mir auch tut, Arcani, bitte erledige den Eisblock. Los! Flammenwurf! Und weg ist er! Danke, Arcani, bis bald! Fertig! Jetzt fehlt nur noch der Bericht an Frau Winter. Och, Mist! Wir können noch keinen Feierabend machen. Aber das war von vornherein ja klar. Denn wir wollen ja noch die Erklärung, er sagt, von Frau Winter hören. Weshalb will sie oder wollte sie, dass wir, er sagt, hier die Eisblöcke entfernen? Ich sag ja, sie benutzt das Schloss als Sommerwohnsitz. Die Mieten sind ja auf jeden Fall gering, weil er sagt, keiner, er sagt, das Ding vermietet. So, und dann jetzt noch einmal Staraptor her. Das ist ja klar. Denn so reisen wir schnell von A nach B. Und jeden Tag eine gute Tat.
Aha, und bald? Auch wenn das noch eine ganze Weile dauert, haben wir bald das nächste Level erreicht. Oh yeah. Und nun? Ups, nein. Haben wir Frau Winters Haus erreicht. Hallihallo. Berichterstattung. Danke. Du frierst bestimmt, du armes Ding. Naja, ist ja nicht verwunderlich. Er sah bei kurzen Hosen. Auftrag geschafft. Aber keine großartige, naja, Erklärung. So, auf den Fang kommt, trifft eine Nachricht ein. Rück mir hier. Dein Auftrag wurde als geschafft gemeldet. Du schlägst dich gut, Lucia. Ich übermittle jetzt deine Power-Up-Daten. Empfange Power-Up-Daten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Flugabwehr erhalten. Yeah. Jetzt kann uns Staraptor gar nichts mehr. Yeah. Gott. Aber Frau Winter, weshalb wollten Sie denn, dass wir, sagt, die Eisblöcke nun wirklich entfernen? Du solltest dich hier aufwärmen. Ja, keine Antwort. Ist auch eine Antwort. Na gut, ich wärme mich mal kurz um. Okay, ich denke nun wirklich etwas zu doll, dass er sagt, dass Wii U Gamepad, sagt, 3DS wäre. Also gut. Der nächste Auftrag jetzt. Den hatte ich mir, sagt, auch schon mal rausgesucht. Als nächstes werden wir... wo ist denn das jetzt? Ah ja, wir kümmern uns jetzt um diesen Auftrag von der resoluten Ute. Ich benötige etwas Hilfe dabei, meinen Mann von seiner Angst vor Pokémon zu befreien. Oh yeah. Okay. Darum kümmern wir uns jetzt. Wie gesagt, ein Ranger hilft überall. Egal ob nun hier im hohen Norden, wo man sich schnell eine Blasenentzündung mit kurzen Hosen, Elsack, herholt. Oder Elsack auch im heimeligen Brisenau, um eine therapeutische Maßnahme zu machen, zu vollführen. So werden wir, Elsack, nun Kleinhain von seiner Pokémon-Phobie leiden lassen. Nein. Werden wir nun Kleinhain von seiner Pokémon-Phobie heilen. Also los geht's. Wo ist die resolute Ute? Ah, sicherlich hier oben. Ah, da ist ja resolut die Ute. Lucia, würdest du mir einen Moment deine Zeit schenken? Du weißt, dass mein Mann wahnsinnige Angst vor Pokémon hat, oder? Nun, ich habe endlich herausgefunden, wie es dazu kommen konnte. Ah, interessant. Letzte Nacht habe ich meinen Mann im Schlaf sprechen hören. Es stellt sich heraus, dass ein Bubbles, Kleinhain noch als ganz kleiner Junge, eines Tages beim Spielen gekratzt hat. Er behandelte das Bubbles wie eine Plüschpuppe und sprang auf seinen Bauch herum. Au! Ja, da hätte ich ihn auch gekratzt. Man kann über Bubbles ja sagen, was man will. Aber das hätte wohl jeden wütend gemacht. Sag ich auch. Nachdem das Bubbles ihn gekratzt hatte, wurde Kleinhain launisch in der Gegenwart von Pokémon. Wenn er eins sieht, denkt er immer, es sei darauf aus, ihn zu kratzen. Ich denke also, dass eine Schocktherapie angebracht sein könnte. Kannst du ein Bubbles herbringen? Klar doch. Muss bloß na... Das ist großartig von dir. Denk dran, es muss ein Bubbles sein und kein anderes Pokémon. Gott, Lucia hat einen Auftrag genommen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Und jetzt mache ich nicht wieder einen Fehler und drücke X. Wollte ich nämlich wieder. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Also gut. Ranger Dex. Suche. Bummels. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bummels gefunden. Bummels. Es tut nur selten etwas, gelegentlich versucht es einen Schneiderangriff. Gebiet! Aha!
Auf dem Weg zur Rangerschule also. Hätten wir da nicht letztens einen Bummelselsack sehen müssen? Ja, gut. Dann komm herbei, Bummels. Wir wählen dich. Ah, Dodo. Super. Dich können wir also auch gebrauchen. Yes. Da hätten wir schon mal Dodo. Yeah. Und nun... Ah, ey, das ist ja ein Staraptor. Interessant. Aber mal im Ernst, wo ist hier ein bisschen Bummels? 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 Okay, ich weiß nun wirklich nicht. Wo bitteschön ist hier Bummels? Pichu? Wo ist Bummels? Ich weiß, dass du es weißt. Rosa Rade? Verhör ihn. Also? Aha. Keine so gute Antwort, soll irgendwo hier sein. Also nicht wirklich, er sagt hier. Aber irgendwo hier auf jeden Fall. Okay, wir reiten erstmal hier entlang. Also bei der Ranger-Schule war auf jeden Fall kein Bummels. Das wüsste ich. Da gibt es bloß Bidizas. Und ein paar andere Pokémon. Bummels, Bummels, Bummels. Wo bist du bloß abgeblieben? Angeblich soll Bummels, er sagt ja, hier sein. Also, ich kann noch mal nachgucken. Das ist Elsa... Ach, Moment, wir gucken ja nach Pokémon mit dem Namen B, ja. Also gut, Gebiet. Ach, Moment, ich gucke ja falsch. Das Gebiet da ist ja die Ranger-Schule. Das Gebiet daneben ist ja, ich sag ja, das Nachtschatten-Frachtschiff. Ja, man muss Elsa Karten lesen können. Also gut. Bummels. Jetzt entkommst du uns nicht. Also los. Rein geht's. So. Mal sehen. Hier schon mal nicht. Tackle. Stufe 1. Mögliches Versteck für Pokémon. Knospi. Konntest du Tackle? Werden wir gleich mal sehen. Ansonsten müssen wir Bidizalsack fangen. Aber ich glaube auf jeden Fall... Knospi? Ja, du kannst Tackle. Wunderbar. Also, Knospi, hol Bummels vom Baum. Los doch. Wildbaum wippt hin und her. Jo, danke, Knospi, bis bald. Hallo, Bummels. Wir brauchen bald deine Hilfe für eine Schocktherapie. Was sagst du? Ja, ich mach mit. Gut. Bummels sagte ja? Also? Begeben wir uns nun gleich zurück zur Miltank-Farm. Auf unserem Dodo! Los geht's, Los geht's! Wir reiten auf den Dodo die Straße entlang. Wir rasen hier schnell vorbei. Mit zwei Köpfen, das ist ja allerlei. Ja, mit dem Dodo reiten wir die Straße entlang.
Juhu! Dodo! Ah ja! Adios, Dodo! Wir sehen uns bald wieder. Und nun? Resolutute! Hier ist es! Ummels! Oh, du hast das Bummels hergebracht! Ich danke dir recht herzlich! Papa! Ja, was ist denn? Was gibt es denn? Dieses Ding? Es ist ein Bummels! Ei! Es wird mich kratzen! Es wird dich nicht kratzen! Stell dir vor, es wäre ein großes Kissen und umarme es einmal. Das sollte helfen. Das ist das schlimmste Kissen, das ich hier gesehen habe. Jetzt hab dich doch nicht so. Es ist wirklich in Ordnung, sag ich dir. Wenn du dich nicht beeilst, kratze ich dich. Nimm doch nur ein einziges Mal deinen Mut zusammen. Glaube mir, du wirst deine Angst vor Pokémon überwinden. Du wirst sie liebenswert finden. Vertrau mir einfach, Liebling. Mama, du machst mir mehr und mehr Angst. Aber meine Augen bleiben geschlossen. Okay. Siehst du? Nichts. War noch gar nicht schlimm, oder? Es ist zwar nicht alles in Ordnung, aber es ist irgendwie flauschig. Warm. Und es kratzt mich gar nicht. Ich werde nur mal kurz blinzeln. Ah! Es blickt in diese Richtung! Und es ist irgendwie süß. Oh, danke. Deine Angst vor Pokémon hast du seit du klein bist, Hein. Sie begann, als sich ein Bummels gekratzt und dir eine Schramme zugefügt hat. Aber das geschah dir ganz recht, weil du auf seinem Bauch herumgesprungen bist. Das hast du letzte Nacht im Schlaf vor dich hingemurmelt. Das habe ich getan? Ich kann mich nicht an etwas so lange zurückliegendes erinnern. Aber dennoch verdient dieses Bummels wohl eine Entschuldigung. Lucia, ich schulde dir großen Dank. Ich schätze, Hein konnte hier doch einen Teil seiner Angst vor Pokémon überwinden. Gott. Ah ja! Das Kitzelbummels! Oh. Jo! Auftrag geschafft! Und ich muss mal kurz das Gamepad aus der Hand legen. Mein Auge tränt nämlich. So, auf dem Fangkorn trifft eine Nachricht ein. Rhythmia hier. Dein Auftrag wurde als geschafft gemeldet. Du schlägst dich gut, Lucia. Ich übermittle jetzt deine Power-Up-Daten. Empfange Power-Up-Daten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Oh. Bodenabwehr halten. Gut. Oh ja. Bald haben wir den ultimativen Fangkorn. So, nun die nächste Mission. Eine Mission, wobei ich mir wie zuletzt sag, Roserade-Mission, sag ja auch, was notiert habe. So, diese nächste Mission, die ist im Roma-Hochland. Aha. Ich hätte gerne, dass mir jemand ein Pokémon bringt, das mir als Modell für meine Kunst dient. Interessant, Michael. Also, jetzt holen wir uns erstmal von hier oben, sagt ein Staraptor. Und danach fliegen wir ins Chroma-Hochland. Wir könnten, auch Dodo, sagt er. Fangen, aber nein. Ihr braucht nur Staraptor. S-Rang. Bitte her damit. Na? Ja. So macht man das hier. Und nun, auf ins Altrutonlein. Roma Hochland. Fliegen. Oh ja, wir helfen wirklich überall. Sei es nun, sei es nun, sag so,
Das wäre, sag, einer alten Dame, er sagt, helfen. Oder sei es, er sagt, nun darum, er sagt, na. Ein Mann von seiner Pokémon-Phobie zu erlösen. So. Panzeiron. Du bist nun Teil unseres Teams. So, und Michael. Michael. Wo bist du? Um das herauszufinden, hatten wir schon mal Abra gefangen? Es ist ehrlich gesagt eine blöde Frage, aber diese Frage musste mal gestellt werden. Na? Ja, wir hatten die schon mal gefangen. Also da ist noch ein... Also hier haben wir noch ein Panzer-Aeron. Das er sagt auch unbedingt in unser Team rein will. Jo, da haben wir mal diesen Gefallen getan. Gott. So, Michael. Wo bist du? Da ist ein Galopper. Venofliebisse. Hier sind wir zum Kreis gelaufen. Naja, mit wir ist es wirklich ein bisschen weit hergeholt. Nein. Ups, Volteros. Bibor. Ja. Okay. Das ist nun etwas komisch, wie ich finde. Okay. Ja, wir lassen das zweite Panzer-Aeron mal frei. Gut. Oh, Mess. Das war falsch. Aber mal im Ernst. Wo ist denn Michael? Ich werde ehrlich gesagt nicht hoffen, dass wir jetzt erstmal durch die... Warte mal, haben wir einen Duflo schon? Ja. Wenn es ehrlich gesagt der Michael ist, den ich meine, dann müsste er dann ehrlich gesagt da oben sein. Ja. Und wenn er sagt wirklich da oben ist, dann müssen wir erstmal durch die ganzen Chroma-Ruine gehen. Okay. Dann was muss, das muss. So, danke, Dodo. Bis bald. Oh, Giflors. Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Haben wir, er sagt, schon ein Giflor gefangen? Gucken wir doch mal. Ja, Giflor haben wir. Es gibt ja nun wirklich, er sagt, kaum ein Pokémon, was wir, er sagt, noch nicht gefangen haben. Aber nun erstmal müssen wir, glaube ich, wirklich, er sagt, zu den Ruinen erstmal hin. Dann erstmal da durch. Hey, ein Altaria! Dieses Pokémon hatten wir, glaube ich, noch nicht gefangen. Ja. Ja. Dich hatten wir wahrlich, ja, sag mal, noch nicht gefangen. Was ist das denn jetzt? Ah. Naja, Ampharos. Wir brauchen mal deine besondere Fähigkeit. Los. Bam. Yo. Aha. Ja. Gut so. Weiter so. Ja. Bam. Da bist du geschockt, oder? Yo. Alter. So. Altaria ist gefangen. Altaria.
Geschützt durch eine Barriere greift es mit Tornados und blauen Flammen an. Yes! Altaria! Einfach wunderbar! So, nun, ich wünschte, es gäbe einen schnelleren Weg, sag jetzt. Aber... Nein, es gibt leider keinen schnelleren Weg und ich weiß jetzt noch nicht mal den richtigen Weg, sag hier. Also, das sind Zubirisse. Brauchen wir nicht. Wir müssen auf jeden Fall... Ah, wo ist der, der Weg hier? Gut. Das ist ein Sandan, ein Driftzeppeli. Ein Pupita, was wir nicht haben wollten. Na gut. Aber umso schneller haben wir es gefahren. Gut. Jetzt wollen wir noch mal sehen, wo wir rauskommen können. Da längs geht es nicht. Okay, hier ist es wieder dunkel. Zwerlich teleportiert sich weg, das ist gut. Ja, da sind Smogmogs, Igitt. Hey, Smogons, meine ich. So, das ist ein Kirlia, kann auch teleportieren. Ja. Es war... Nein. Volteros, du bleibst mal schön da. Oh nein, nicht schon wieder. Sandan, geh mal zur Seite. Kirlia, geh auch zur Seite. Okay, Kirlia, dann bleib mal da und lass uns... dich fangen. Hä? Ah, Teleport mal wieder. Naja, macht nett. Wir kriegen dich trotzdem. Ach nein, Tackle kannst du. Na dann, Abra. Tschüss. Oh, nicht schon wieder. So, runter geht's. Ich glaube, wir sind doch an der falschen Stelle abgebogen. Okay, ich gucke da mal. Aber theoretisch müssten wir da gleich an der einen Ecke vorbeikommen. Mal sehen, Roserade, du kannst jetzt mal gehen. Also theoretisch müssten wir da gleich an der Ecke rauskommen, wo wir eine Tür entfernt hatten. Und wo wir dachten, dass wir da Traunfugil finden, aber stattdessen haben wir da ein angedrifter Beliebes bald. Aber ihr wisst schon, ein... Warte mal, nein, hier gibt's einen Skund. Okay, hier gibt's kein Pokémon mehr. Aber wo zum Kuckuck? Okay, Driftzeppeli auf dem zweiter Versuch. Wir waren doch hier richtig. War das nicht die Ecke, wo wir Traumfugier suchten, aber dann eher ein Voluminas fanden und es sich dann herausstellte, dass wir zu dämlich waren, Traumfugier zu finden. Und es war in der Einhöhle, da, wo Elektek oder so war. Naja, wollen wir mal schauen. Danke, Rezeblibis. Bald. Okay, da ist Nachtara und das hier müsste die Voluminas-Höhle sein. Ja, Voluminas. Wo sind wir denn jetzt bitte schön falsch abgebogen? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Voluminas einfach mal so gefahren.
Gut. Aber mal im Ernst. Wo sind wir jetzt falsch abgebogen? Okay. Gucken wir mal. Ach so, es gab noch ein zweites Loch hier. Ja, hier ist die Speichereinheit. Hier ist gleich der Weg frei. Ja, hier ist, kommt gleich das nächste Loch. Hier haben wir Skuntank eingesetzt gehabt, um hier die Nachtschatten stärken. Die Nachtschattenschergen hatten wir dank Skuntank da ja zum Verschwinden gebracht. So. Und hier hinten, da war ja damals, der Bossfight mit Kripok, ja. Ah. Und hier ist ja die zweite Säule. Zerschneiden, Stufe 5. Interessant, eine aus Stahl gefertigte Statue. Eine seltsame Kraft geht von ihr aus. Gut, gut. Aus Stahl gefertigt. Zerschneiden Stufe 5. Gut. Ja, wir müssten gleich hier raus draußen sein. So. Mann, Mann, Mann. Der Michel muss sich wirklich, mal eine andere Wohnung suchen. Ja, wenn er wirklich noch hier drin ist, muss er sich wirklich mal eine andere Wohnung suchen. Ja, er muss sich wirklich mal eine andere Wohnung suchen. Huhu, Lucia, sieh dir das mal eben an. Das ist meine Schnitzerei von einem Pokémon. Ich glaube, ich habe meine Berufung gefunden. Die Holzschnitzerei macht mir Spaß. Jetzt gibt es da aber ein ganz bestimmtes Pokémon, das ich schnitzen möchte. Wenn ich mit der Schnitzerei fertig bin, muss ich sie jemand Bestimmten zeigen. Ich werde ihn dann fragen, ob er mich als Lehrling akzeptiert. Ah, ich weiß, dieser eine Kleine da aus Nabrisenau. Lucia, dies ist eine einmalige Bitte. Kannst du mir das Pokémon bringen, das mir als Modell vorschwebt? Klar doch. Wirklich? Du machst es? Der Name des Pokémon ist? Es tut mir leid, es liegt mir auf der Zunge. Aber ich kann es vor mir sehen. Es hat eine große, stolze, rote Nase und einen beeindruckenden Schnurrbart. Lass es mich wiederholen. Eine große, stolze, rote Nase und einen beeindruckenden Schnurrbart. Ich habe gehört, dass eins in den Chroma-Ruinen leben soll. Ah, praktisch. Lucia hat einen Auftrag angenommen. Und? Lucia hat den Auftrag beendet. Oh, das ist es. Eine Voluminas. Es hat eine stolze rote Nase und einen beeindruckenden Schnurrbart. Hm, wie? Genau, das war es. Sein Name war Voluminas. Danke, Lucia. Ich werde mich daran machen, eins zu schnitzen. Gott. 3 Stunden später. Fertig. Ich habe meine Voluminas-Schnitzarbeit endlich beendet. Ich werde diese Schnitzarbeit gleich zu Herrn Holzwart bringen. Lucia, kannst du mich bitte begleiten? Ja. Kurzen Augenblick später. Bitte, Herr Holzwart. Ich möchte bei Ihnen eine Lehre absolvieren. Dieses Voluminas, das du geschnitzt hast, es ist uneben und grob. Die Gestaltung ist bestenfalls liederlich. Und es gibt viele Kerben und an manchen Stellen splittert das Holz bereits. Allerdings, dein Schaffensgeist ist erkennbar. Ich kann deine völlige Hingabe dem Handwerk gegenüber spüren. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und das ist auch gut so. Ich bin kein einfacher Lehrmeister, Michael. Also überlege dir deine Antwort gut. Willst du immer noch mein Lehrling werden? Ja, bitte! Ich möchte ja Schüler sein. Hm, eine gute Antwort. Danke, Lucia. Ich glaube, ich habe nun den Weg gefunden, den ich im Leben einschlagen wollte. Sollte. Auftrag geschafft. Yeah. Und da kriegen wir auch schon die nächste Nachricht. Auf den Funcom trifft eine Nachricht ein. Rückmeer hier. Dein Auftrag wurde als geschafft gemeldet. Du schlägst dich gut, Lucia. Ich übermittle jetzt deine Power-Up-Daten. Empfange Power-Up-Daten. Bitte warten.
Bitte warten. Bitte warten. Gesteinsabwehr halten. Yeah. Yo. Das ist doch gut. So. Und nun wird es mal Zeit, ehe wir Elsack ja diese nette Episode mit dem Titel Ein Ranger hilft überall beenden werden. Besuchen wir mal kurz unsere alte Basis. Hallo, habt ihr mich schon vermisst? Ja, natürlich. So, Funcom aufladen. Ja, fertig, ein Funcom ist wieder aufgeladen. Okay, seid bitte vorsichtig. Ja, das ist auch gut so. Jo. Und damit haben wir diese Episode abgeschlossen. Wir haben Frau Winter bei einem Eisblock-Problem geholfen. Wir haben uns als Therapeuten versucht und haben Klein Hein von seiner Pokémon-Phobie erlöst. Und wir haben Michael geholfen. Und nun weiß er endlich, was er in seinem Leben erreichen will. Er will ein Holzschnitzmeister werden. Ja, er wird ein Holzschnitzer sein. Ein Holzkünstler. Ja, na, da haben wir überall nett geholfen. Und nun sage ich dann mal tschüss. Bis morgen zur nächsten Episode von Pokémon Ranger Finsternis über Almia. The Last Missions. Yeah. Also, ciao.